Das ist sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet, wenn ich immer anfange, wir da stehen, so dass ich sagen kann, wir sind ein kleiner Luftikus, weil wir stehen dann immer irgendwie bei einer Fontäne. Tja, das ist nur Zufall, das ist keine Absicht. Ah, das kriegen wir später raus. Nee, das ist echt nur Zufall. Ach, diese Hebel, die sind so, ja. Ach ja, und dann wächst unten ein Pilz, natürlich. Das ist doch logisch. Ist das das? Ach so, ja. Ja, ganz runter. Ich war gerade etwas verwirrt mal wieder. Aha, er hat zugemacht. Ach, jetzt ergibt das hier auch Sinn. Jetzt ist das richtiges Haus. Toll. Ja gut, das ist ein Puppenhaus. Man kann es aufklappen. Aber muss ja hier zwar... Ach, ich muss da hinten ja, hin. Okay. Mitten im Flug erscheint die Katze. Na, warum denn nicht? Ja, wir können sie rufen, wenn wir oben sind. Gut, dann rufen wir sie mal. Das wirklich Gesuchte wird meist gefunden, wenn es denn findbar ist. Ja, ich weiß ja nicht, was wir suchen, aber wir werden es schon finden. Schöner Name für eine Bar. Findbar. Findbar. Ja, ich muss ehrlich sagen, die Leute, die das mit diesen Wortspielen machen, die meinen das zwar meistens irgendwie gut, aber irgendwie ist es doch lächerlich, weil es dann doch sehr viele machen, ne? Das war anders in Zahn, ja. Ja. Ja komm, Alice, da musst du eigentlich hochkommen. Wobei es interessant wäre, das Spiel ist ja nur auch im englischen Original geschrieben. Und die Problematik an so Sachen ist ja dann immer, das kommt ja glaube ich aus Amerika, die machen ja dann ihre eigenen Wortspiele und die Wortspiele kannst du ja nicht eins zu eins übersetzen, weil wir die dann gar nicht kennen. Und alleine da ist ja schon mal eine Schwierigkeit dann drinne. Ach ja, das stimmt. Warum schaukelt es? Weil es kann, deswegen. Da ist ja noch einer. Ich wusste nicht, dass da noch einer ist. Wie wär's denn jetzt mit einem Speicherpunkt? Hat er nicht gerade eben... Was will er denn? Na, er ist bestimmt noch von eben übergeblieben. Ja, Rosalinda, hau ab. Na, der kommt eh gleich wieder, weil er bestimmt nur irgendwo... Neuer. Wo fällst du hin? Na, seid ihr tot? Ich trau euch nicht. Weil es kann ja schon mal passieren, wenn die... Warum ist da unten Zahn? I don't know. Ach, ich weiß warum, weil das Ding jetzt hier hochkommt. Deswegen ist der Zahn da. Oh Gott, das sind ja zwei Schaukelnde. Oh, nö. Angenommen, hinten ist doch noch einer. Angenommen, wir wären jetzt auf den Sneaker mit dem Zahn runtergesprungen. Wir wären ja wieder am Arsch gewesen, wenn ich das richtig sehe. Ja, wären wir. Ja, warte. Ich muss mich erstmal selber. Ja, die Zähne sind schon, dass man so darüber, aber ich. Ja, durch die Seile wird sie ja wohl durchglitschen, oder? Naja, we try it. Nee. Tatsächlich, durch die Seile ist sie durchgeglitscht. Ja, gut, das heißt. Ja, gut, ja. Puh. Es grunzt schon wieder. Oh, und hier kommt aber auch schon wieder was. Verfälle, fliegende. Au! Ja, du Sau. Das kannst du sagen. Schnauze da, sondern kurz. Ja, es ist aber auch wieder, wenn die das nicht sind. Warte mal. Wo grunzt es denn? Da irgendwo. Also nach oben. Ja. Ach, da ist ein Auge dahinter. Oha. Gott. Du musst auch einfach mal machen, wenn früh einer aufsteht, einfach so ein riesiges Auge vors Fenster fahren. Oh Gott. Den Schreck seines Lebens. Aber wo ist die? Die ist bestimmt wieder drin. Oder da? Oder irgendwo versteckt. Ja, da oben kommt sie ja nicht rein. Ich hol mir erstmal die Zähne, indem ich wieder auf der Fontäne da lande. Müssen wir garantiert gleich wieder lang, wenn ich das richtig sehe. Glaubst du? Ja, da oben ist wieder. Wieso ist denn da unten Zahn? UV? Ja, tatsächlich. Dann ist sie bestimmt. Da!
Hey. Ein Picknickkorb hat uns bisher noch nie Gutes gebracht. Ach doch. Auf dem Haus auf und auf. Auf, wie oft denn jetzt noch? Aus Herr, ein Haufen Rosenscheiße und Zähne, war da noch nie Gutes drin gewesen. Ja, das ist doch was Gutes, oder nicht? Ja, was machen wir eigentlich, wenn wir alle Upgrades haben? Lassen wir dann alle Zähne liegen? Oder kann man die dann nachher umrechnen? Kann man die dann bei uns in einer ominösen Werbung da einreichen für Zahngold? Ja, die Werbung, die ist auch hart, ne? Also ich frag mich, wer ist so blöd und macht das? Genug Leute. Dieses Briefgoldgedöns da. Da gab's mal von, ich weiß nicht, ob es die Wochenshow war, Briefkeks. Ja, das habe ich auch mal gesehen, das war eine Wochenshow. Ach, da rutscht sie ja runter. Ja, irgendwie war das klar. Wir haben das damals immer, als wir am Spielplatz waren, immer andersrum gemacht. Es sind immer die Rutsche rausgeklettert. Und den hat es dann tatsächlich mal, da außen musste drauf springen. Und den hat es dann tatsächlich mal, der ist so voller Elan hoch, die Rutsche. Und die hatte nicht oben so eine Plattform zu stehen, sondern das war direkt die Leiter gewesen. Okay. Und der ist hochgeklettert und bruch unter die Leiter. Ganz tolles Bild. Aber hat noch gelacht, als er angekommen ist. Oh je. Was waren da unten gerade gewesen? Da waren wir schon. Aber da hinten sehe ich schon wieder was, das sieht wieder aus wie ein Puzzle, als müssten wir wieder puzzeln. Ach ja. Oh, na toll. Jetzt stehen die Teile da und jetzt sind die gleich wieder uns im Horst verteilen. Ja. Oh, hallo. Ach. Was wir auch gemacht haben, wir haben Billard gespielt. Und da habe ich den Billard, also den Kühl genommen und mit dem Arsch vom Kühl gespielt, also mit der Rückseite, was ja nicht der Sinn der Sache ist. Da habe ich 2-3 Mal gemacht und dann hat der andere, der fand das so toll, der hatte das auch gemacht, mein Freund. Und gerade in dem Augenblick kam der Besitzer von der Lokalität, wo wir gespielt haben, hat sich in den Türrahmen gestellt. Und mein Freund spielte gerade und sagt da, der hat er gesagt, ey, das geht richtig gut hier mit dem Kühl, wenn du von hinten spielst. So spiele ich jetzt immer. Und auf einmal, das war so ein ganz, ganz dicker Typ gewesen, weil auf einmal haut der, spricht der mal? Nee. Ist das ein Face? Ja. Mhm. Und auf einmal kommt der Barbesitzer an, ich werde da auch gleich mal was mit dem Kühl über die Rübe ziehen. Weia. Oh Gott. Ah. Es fehlen wieder Teile, natürlich. Das kannst du diesmal machen, bei den Drachen hast du das ja auch so toll hinbekommen. Ja, das heißt aber nicht, dass ich das hier auch gut hinbekomme. Ach, hier ist wieder so ein Sofa mit Armen. Ja. Naja, gucken wir erstmal, wo die ganzen Kisten sind. Eigentlich ist das total genial, du müsstest mal draußen schwebt wieder so ein, das ist wieder so ein schwebender Verfall, kann das sein? Nee, das sind Plattformen, unsichtbare. Ach, und die Schaufel, Leute, sind das. Ach, das ist aufgegangen dadurch. Was ja, denn? Da oben die Tür. Die Tür ist da aufgegangen. Hä? Oben die Tür, aber da kommt sie doch nicht hoch. Hier? Ist hier was aufgegangen? Die Tür ist aufgegangen, ja. Da war gerade eine Tür gewesen. Ja, die hier. Ich dachte oben. Ach, oben geht dann auch was auf. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Ja, ja, ich wollte nur gerade mal. Sind wir jetzt im Arsch? Den Pilz hoch. Das war das, was ich gesagt habe. Die Tür ist aufgegangen. Doch, das geht. Ach, das. Hä? Wieso kam ich denn jetzt trotzdem hier hoch? Ach so, weil ich. Okay. Ja, wir müssen aber nochmal runter. Alice, lass doch einfach von hier oben die Bombe da runterfallen. Das muss doch gehen. Das kann doch nicht so schwer sein, Alice. Nee, man muss es ja unterm Rock hervorzaubern. Wo das alles herkommt, was die unterm Rock hat, ist nicht normal. Nee, ist es auch nicht. So. Ach, da ist direkt eine zweite Kiste. Auch gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt gleich am besten runter, bevor hier irgendwas zugeht. Na, jetzt sind wir wieder hier und können hier wieder weg.
Man kann eigentlich diese Welten, die es hier gibt, richtig schön nachbauen. Ja, das stimmt. Also du kannst wirklich eigentlich aus fast jeder Welt mittlerweile irgendwas nachbauen. Oh, Dreierface. Und das in einem geschlossenen Raum. Oh, na ja. Natürlich, ich dachte, du wolltest werfen. Können wir die Treppe hoch? Ja, da sind wir doch gerade hergekommen. Au! Ja, kommt der hinterher? Moment. Moment. Ich wette, dass die Maden immer wieder kommen. Na? Na, kommst du mit? Hm? Nö. Nö. Bleib doch einfach auf der Treppe stehen. Ja gut, dass er wirft, ist klar. Aber wenn er nicht hinterherkommt, ist es doch... Du bist dumm da unten, weißt du das? Ja, und jetzt schon. Nö, wir haben ja schon sein Gesicht weg, das bringt ja nichts. Naja, klar, der vernichtet er sich selbst. Der versteckt sich. Du feiges Aas, komm her. Ich kann mal dem die Haare löschen. Hat der gerade immer. Obwohl das eigentlich mit der beste Gag in Hercules war, vorhin. Ja. Der Film ist jetzt auch schon wieder wie alt. 15 Jahre müsste er doch jetzt bald sein. War das vor der Jahrhundertwende? Ja, ich glaube schon. Ah, er ist tot. Ich meine ja. Gab's ja damals auch so eine Real-Life-Sendung? Eine Real-Life-Sendung? Ach, ja, die, ja, die mochte ich aber nie. Also ich habe immer nur Xena geguckt, aber diese Herkules-Serie nie. Ja, irgendwie war das. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es war. Also irgendwie war er immer nicht so sympathisch, finde ich. Ja, der Typ, die waren ja auch verbunden, Xena und Herkules. Also er hat mal bei ihrer Serie mitgespielt und ich glaube, sie auch mal bei seiner. Ja, aber ich weiß nicht genau, da ist ein Schlüsselloch, das weißt du. Ja, ja, ich wollte nur erstmal, ob ich das direkt nehmen soll oder nicht. Ah. Ist hier noch was? Nimm. Ja, ach, da ist wieder ein Schmetterling mit Durchfall. Ach, toll. Ja. Das wird jetzt der nächste Running Gag. Ach, hier ist auch wieder. Ist das die letzte Kiste? Nee, wir haben doch erst ich drei. Ich geh erstmal da hinten gucken. Du, wenn wir da hinten jetzt durchgehen und es geht irgendwas zu, dann sind wir am Eimer. Glaube ich nicht, wenn wir die Kiste noch nicht haben. Ah ja, das kennen wir irgendwo. Ja, die machen doch hier alles gut. Naja, ich hoffe nicht. Zahn? Ah, okay, es waren noch zwei Kisten, okay. Aber hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas ist. Das haben wir ja... Oh, falsche Taste. Das haben wir ja jetzt inzwischen gelernt, dass man doch nochmal überlegen sollte, für welchen Weg man sich entscheidet, ne? Ja, aber es ist theoretisch gesehen, du hast es ja, als wir das allererste Mal hier in dem Kapitel waren, gesehen, es ist scheißegal, wo du lang gehst. Ja, das stimmt. Und mittlerweile sind ja sogar die Schlüssellöcher Hauptwege. Ja. Obwohl, da muss man auch... Ach, das war die letzte Kiste, okay. Jetzt müssen wir ein Babyface irgendwie richten. Linkes Auge, rechtes Auge. Ja, das, was wir jetzt haben, das muss auf jeden Fall unten hin. Das ist dann schon ganz wichtig. Ach ja, wieder Leertaste. Das Auge muss jetzt auf jeden Fall nach links. Ja, unten das, nach das oben, hier das werden die Haare ach, sein. Mach mal unten nach oben. Den Mund nach... Ja, die Richtungsangaben brauchst du ja nicht. Scheiße. Es ist falsch, also... Ja, nach unten. Nach unten. Nach rechts. Das sieht doch gut aus. Ja, ein bisschen kreativ werden hier fürs Gesicht. Das arme Kind. Also ich wette, dass das hier die Backe sein soll. Das hier sind nämlich die Scheitel hier. Ja, und was ist dann da oben auf der linken Seite? Das ist, glaube ich, dann ganz richtig. Das ja, ist richtig? Sieht so aus. Achso, dass das hier frei bleibt, da unten das. Nein, so. Ach so. Ja, eins bleibt ja frei. Na, muss ja.
Mach die Nase einfach nach oben, wir probieren den ganzen Scheiß und wenn es 30 Jahre dauert. Warte mal, welcher Scheitel kommt denn zuerst? Den oben nach hier. Nee, den. Hä?